Ende August feierte Volvo die Weltpremiere der neuen Generation des Premium-SUV XC90. Mit der markanten neuen Front soll laut Volvo auch der Start für eine neue Markendesignsprache erfolgt sein. Der um 15 cm auf 4,95 m gewachsene XC90 ist gegenüber dem Vorgänger dennoch um rund 120 kg leichter. Zum Einsatz kommen nur noch Vierzylindermotoren, die Topleistung liegt bei 320 PS. Eine Plug-in-Hybrid-Version mit Benzinmotor ist ebenfalls im Programm und verfügt über rund 400 PS Systemleistung. Als Weltneuheiten präsentiert Volvo zwei Sicherheitssysteme. Die Run-Off-Road-Protection erkennt, wenn das Fahrzeug von der Fahrbahn abkommt und strafft etwa automatisch die vorderen Sicherheitsgurte. Der Kreuzungsbremsassistent bremst das Fahrzeug automatisch ab, wenn beim Abbiegen Unfallgefahr droht. Im Cockpit dominiert ein tabletartiger Touchscreen, mit dem zahlreiche Funktionen und auch der Internetzugang gesteuert werden. Der neue XC90 kostet ab 53.800 Euro und ist ab Frühjahr 2015 in Österreich erhältlich. Wer eine der exklusiven und limitierten First Edition Modelle um 99.640 Euro haben möchte, kann sich ab 3. September bei Volvo online dafür anmelden.